Schönen guten Abend hier aus Paderborn. Hinter mir sehen Sie die geschmückte Paderhalle. Hier findet heute Abend der zweite Ball der Wirtschaft statt. Und zum ersten Mal mit dabei ist dieses Magazin. Das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Das Ballmagazin zum Ball der Wirtschaft. Produziert vom Westfälischen Volksblatt und daran enthalten ganz viele Informationen rund um die Wirtschaftsjunioren und den Wirtschaftsclub. Hier wird heute gefeiert mit 550 Gästen. Es spielen zwei Bands und ein DJ ist auch vor Ort. Und während wir hier draußen stehen, trudeln immer mehr Gäste ein. Und wir werden uns jetzt gleich mal in das Getümmel hineinmischen. Ich freue mich aber, dass wir wieder genauso viele Gäste auch begrüßen dürfen wie im letzten Jahr. Und dass es sich anscheinend so langsam auch etabliert und umgesprochen hat. Ja. Der Ball der Wirtschaft ist das, was in Paderborn im sogenannten weichen Standortfaktor noch gefehlt hat. Ich denke, wir haben viele, viele große Kulturveranstaltungen. Der Ball der Wirtschaft ist aus meiner Sicht eine tolle Ergänzung. Und insofern habe ich sehr, sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen, um damit auch zum Ausdruck zu bringen, dass mir das Thema Wirtschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir sind heute hier beim zweiten Ball der Wirtschaft. Worauf freuen Sie sich besonders? Leute zu treffen, Freunde zu treffen, Geschäftspartner zu treffen, auf einen vergnüglichen Abend in geselliger Runde, Musik und Tanz und wahrscheinlich auch auf das leckere Essen und das, was die Moderatorin zu sagt. Wir sind absolut zufrieden. Also wir sind sehr zufrieden, trotz diverser Parallelveranstaltungen und Grippewelle und dem Geburtstag von Michael Dreyers Schwiegermutter ist hier alle voll. Wir sind super zufrieden. Also wir feiern gerne jetzt den ersten Geburtstag. Wir möchten auch ganz gerne in den nächsten Jahren den Ball noch fortführen. Das werden wir tun. Das ist unsere Ball der Idee gewesen, zusammen mit den Sponsoren und dem Wirtschaftsclub. Ist das eine tolle Sache. Und ich habe schon mit all den Gästen gesprochen. Alle ganz zufrieden und freuen sich auch, nachher die Tanzwege zu stürmen. Das werden wir tun und einen schönen Abend.